Hallöchen Puppelchen und herzlich willkommen zu Infestation. Zurück zu Infestation. Leider bin ich jetzt wieder alleine, denn die anderen Kollegen haben leider keine Zeit. Wir haben uns in der Woche immer mal verpasst und müssen jetzt leider hier alleine unseren Weg gehen. Aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm, denn sobald Azors oder Rias wieder dabei sind, lutzen wir uns alle zusammen und dann geht es auch weiter. Aber solange mache ich erstmal alleine weiter. Ich habe natürlich einen Cricket-Schläger mir als erstes geholt. Um halt nicht ganz ohne da zu stehen, denn nur mit Fäusten ist schlecht. Letztes Mal sind wir ohne Ende gestorben. Da sind wir in das Hotel reingerusht und haben nicht sehr, sehr lange überlebt. Was sagt denn die Uhrzeit hier? Okay, früh. Sehr gut. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Ja, da sind wir halt gestorben und ich fange jetzt wieder von neu hier an. Und mal schauen, wie das hier läuft diesmal. Bin ich ja mal sehr gespannt. Es ist früh am Morgen. Die Sonne scheint über dem Horizont. Und wir wagen uns auch gleich in die Stadt rein. Und hoffen mal, dass hier keine weiteren Spieler vorhanden sind. Zumindest nicht jetzt gleich sofort. Erst wenn ich eine Waffe habe, dann können sie von mir aus gerne kommen. Und ich sehe da vorne schon einen Zombie rumstehen, der mir ein bisschen was anhaben könnte. Aber ich glaube mal, der wird mir nichts tun. Da steht er nur und guckt sich die Wand an. Sieht so neu gestrichen aus, denkt er sich. Wunderbar, so ist. Haben wir hier eine kleine Militärbasis? Ein paar Zelte, hier haben wir eine Gemlight Green. Nehmen wir gleich mit. Vielleicht finden wir hier noch gleich eine kleine Waffe oder irgendeine Pistole, irgendwas, was wertvoll ist, was man gebrauchen könnte. Ich hoffe es. Denn dann gehen wir auf den Weg zum Hotel. Oder wie ihr es nennt, Schule oder. Keine Ahnung, wie ihr es nennt. Anstalt. Loot House. So, hier haben wir schon ein bisschen mehr. Hier haben wir schon wieder eine schöne Harvesting-Axt. Leuchtpistolen-Munition, die brauche ich eigentlich nicht. Weil die Leuchtpistole finde ich ziemlich sinnlos hier im Game. Noch eine Gemlight, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Sieht ziemlich mau hier überall aus. Aber wir gucken trotzdem den Rest noch nach. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Wertvolles. Ah, ich bin froh, dass es nicht gleich dunkel wird. So haben wir ein kleines bisschen Zeit, um uns vorzubereiten auf die Dunkelheit. Hier haben wir Aktivkohle. Ich weiß noch nicht, für was man die direkt gebrauchen kann, aber ich google mal die nächste Zeit. Vielleicht finde ich was. Bei Wiki oder so, keine Ahnung. Mal schauen. So, da vorne ist Militärfahrzeug. Aber ich denke mal, wir laufen hier lang. Denn wir wollen ja, wie gesagt, zu dem Hotel. Da ist ganz viel Loot. Und auch eigentlich Spieler. Also muss ich direkt aufpassen. Nicht, dass ich attackiert werde sofort. Denn ohne Waffe habe ich da keine Chance. Obwohl ich letztens einen umgebracht habe mit Metall. Oh, ein Helm. Mit Metall-Baseballschläger. Und er hat eine Knarre gehabt. Hat auf mich draufgeballert. Und ich stand aber mehr um die Ecke und hab draufgeschlagen wie so ein Barney. Und hab ihn dann umgeniedet. Das war so geil. Aber dann bin ich halt verblutet, weil ich nichts hatte zum Bandagieren. Dose Nudeln nehmen wir mit. Das Kleine zu mampfen. Wir nehmen vielleicht mal das Greenlight und hauen die mal. Am besten dahin. So. Dann bleiben die uns ein bisschen fern. Hier liegt mir ein Metallschrott. Das nehmen wir jetzt nicht mit, weil ich eigentlich gar keinen Platz dafür habe. Dann nehme ich lieber trinken. Hier ist einer. Der hat mich gesehen, leider. Appa. Bap, bap. Da gab es einen auf dem Kopf. So.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hier geht's weiter. Sprinten sollten wir hier in der Stadt nicht. Sonst locken wir die ganzen Zombies an. Das wäre shit. Mega shit. No parking. Okay, schade. So, ich muss halt mal kurz orientieren, wo nochmal das Loothaus war. Ich glaube, das war hier oben irgendwo. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Ja, dich nehme ich auch. Lass mich ein Geld fahren. Für den Magister. Nö, wollte nicht. Ist auch nicht so schlimm. Da ist ein Rucksack, den nehmen wir sofort auf. Hier klopft jemand. Den lassen wir aber nicht raus. Da, ein größerer Rucksack, den nehmen wir sofort auf. Da klopft jemand an der Tür, aber ich glaube nicht, dass wir öffnen können. Weil ich denke mal, da kommen auch Zombies raus. Hier steht, liegt Drachenstaat. Oh, Stacheldraht, so rum. Drachenstaat. War auch gut. Ach, da hinten müssen wir also hin. Ja, jetzt sehe ich es gerade. Da vorne ist nämlich der LKW reingecrashed. Also ist da die Lücke zum Motel. Ein Energy Drink nehmen wir noch mit. Ein bisschen Wasser trinken, ein bisschen mehr Power. Da wird man nicht so schnell müde. Wir gucken mal rein, ob sich da irgendwas bewegt. Aber es sieht ganz gut aus, glaube ich. Da vorne ist noch ein Zombie, aber sieht gut aus. Sieht super aus. Dann laufen wir mal dahin. Natürlich müssen wir trotzdem vorsichtig sein. Wir wissen ja nicht, ob hier irgendwo doch einer kommt und uns mit in den Tod reißen will. Aber kampflos lasse ich mich natürlich hier nicht ein. Ich werde natürlich immer versuchen zu kämpfen, anstatt abzuhauen. Außer natürlich, ich bin im Nachteil gegen drei Leute oder vier oder fünf. Und die haben noch Waffen, da habe ich keine Chance, da muss ich weg. Ansonsten bin ich tot, so oder so. Das ist dann meistens immer nur eine Frage. Oh, ein Beil. Coole Sache. Dann nehme ich das gleich. Das macht, glaube ich, sogar mehr Schaden. Und einen Schlagring nehme ich auch mal mit. Vielleicht kann ich das irgendwann mal ins Safehouse bringen. Immer mal schön nach hinten gucken. Ganz wichtig. Vertraut hier niemanden außer euch selber oder euren Verbündeten. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus dort. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Dann ich versuche mich dann aufs Dach hochzuschaffen. Aber das wird nicht einfach. Ich höre Zombies sprinten. Ich weiß nicht, ob die auf mich aus sind. Oder ob die andere Spieler sind. Ich verstecke mich lieber hier mal. So ein bisschen. Mach's gut, einen Hammer. Brauchen wir nicht. Die Bengalfackel nehmen wir einfach mal mit. Können wir vielleicht noch gebrauchen, um die Zombies wegzulocken. Ganz genau. So. Ein Bilboschläger und eine Taschenlampe brauchen wir weder noch. Wir haben es eigentlich gut ausgerüstet. Eine leere Dose brauchen wir jetzt nicht. Kommen wir jetzt hier hoch? Nein, natürlich nicht. Sprint mal ganz kurz. Sprint. Oh, da ist ein Zombie. Da wird mir wohl nichts großartig anhaben. Also es kriegt einen mit dem Beil. Klopft ein bisschen an seinen Kopf. Und für die, die es nicht wissen, wenn ihr die Zombies killen wollt, immer auf den Kopf schlagen. Ihr könnt das Spiel kaufen, indem ihr auf den Link unten geht, den ich euch dann. Oh, zwei davon. Das ist immer voll fies.
Das sind immer, wenn immer Zweier kommen, ist voll fies, vor allem wenn die so angerannt kommen. Arschies. So, jetzt sind wir im Loothaus. Leider habe ich keine Waffe dabei. Vielleicht finden wir hier eine, den wir uns verteidigen können. Hier ist nix. Nur eine Schaufel, mit der wir uns vielleicht selber begraben können. Oder wir andere begraben. Mal gucken. Ah, ich brauche eine Waffe dringend. Wenn die anderen Spieler da gleich kommen sollten, dann sieht es schlecht für mich aus. Wir gehen jetzt hier drüben nochmal rein. Machen wir einen kleinen Sprint. Ah, verdammt, der hat mich gehört. Da gehen wir mal ein bisschen höher. Dann sehen die mich. Dann kommen die nicht gleich zu mir, die Zombies. So. Was haben wir denn hier Schönes? Einen Besen, eine Salbe. Eine Taschenlampe. Ah. Ein Brecheisen und Stacheldraht brauchen wir beides nicht. Und was liegt hier? Noch ein Schlagring und eine Maske. Das brauchen wir alles nicht. Ein Schraubenschlüssel auch nicht. Aktivkohle. Ich weiß gar nicht, was das brauchen. Wir müssen auf alle Fälle mit diesem Charakter ein paar Rezepte freischalten. Was mir sehr gut wäre, wenn ich hier ein paar Bandagen finden würde. Painkiller. Oh, ein Teddy-Rucksack. Den nehmen wir mit. Der ist genauso groß wie ein Mädchen-Rucksack. Falls doch mal einer unserer Kollegen nochmal kommt, dann kann ich ihn gleich mit ausrüsten. Eine Wasserflasche, aber eine leere. Da hat wohl jemand schon Durst gehabt hier. Ein Nagelstreifen. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Falls eine Nagelpistole liegt, können wir die schön einsetzen. Die lautlose Waffe ist echt gut. Und ist sehr präzise, glaube ich. Schaufel, hier liegen so viele Einhänderwaffen. Oder beziehungsweise halt keine Schusswaffen, sondern einfach nur Schlagwaffen. Die brauchen wir alles gar nicht. Hier waren wir schon. Gut, dann müssen wir noch eine Etage weiter höher. Gucken wir mal, dass hier keine groß weiter ist. Ich höre immer nur was schmatzen. Hier ist keine. Hier ist auch nichts. Ach, verdammt. Entweder hat hier schon jemand gelootet oder. Ah, hier liegt eine Waffe. Eine Leuchtpistole. Das war ja klar. Ach, verdammt nochmal. Eine Leuchtpistole ist nicht so gut. Was soll ich damit? Mich aufmerksam machen. Juhu. Cool. Das bringt mir aber nicht so viel. Muss mal ganz kurz am Ohr kratzen. Gut, das sieht gut aus. Hier oben ist nix. Da draußen ist nix. Oh, hier liegt was. Ein paar Nägel und so. Aber wir gehen gleich mal außen hier hoch. Ich gehe mal auf Risiko gleich. Weil da oben ist meistens immer eine Waffe. Hoppala. Und hier hoch und hier hoch und hier hoch und schneller, bevor wir angegriffen werden. Und noch eine Treppe. Das ist leider sehr riskant, hier draußen hochzurennen. Gerade auf dem volleren Server. Hier geht's vielleicht. Und hier hoch und hier hoch und hier hoch und. Mal lieber gucken hier. Sehr gut. Da können wir jetzt mal eine kleine Runde sprinten. Da hat jemand einen Stacheldraht hingebaut. Aber hier liegt ja gar nichts, ey. Was ist hier los? Entweder war hier schon jemand oder. Vor kurzem. Oder hier ist noch nichts gespawnt. Wir gucken mal hier drüben. Kommen wir. Ach ja, gut, wir kommen auch wieder zurück. Ein Müsli-Riegel. Ein paar Lumpen. Und Verbände.
Gut, eine Schusswaffe haben wir jetzt immer noch nicht gefunden. Bisschen ärgerlich. Aber können wir kurz Lucky Lucky machen? Ist das ein Zombie oder ein Spieler? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube eher ein Zombie. Sieht ganz gut aus. Hier ist gar nichts zu sehen. Keine anderen Spieler sind in Sicht. Das ist ein gutes Zeichen. Sehr gut. Gehen wir hier wieder mal zurück. Vielleicht spawnt hier gleich noch eine Waffe. Eine Waffe wäre jetzt schön. Da würde ich mich auf alle Fälle ein bisschen sicherer fühlen. Hier oben bin ich relativ sicher. Außer hier kommt gleich einer hoch. War es das mit sicher sein? Also ich sehe gar nichts. Seht ihr was? Keine anderen Spieler in Sicht. Nicht mal Zombie sehe ich. Wir könnten ja mal einfach mal spaßeshalber mit der Blechpistole einfach mal. Alter, fliegt die weit. Alter Falter. Die fliegt extrem weit. Wahnsinn, ey. Ach nee, sah noch so aus. Ach, die ist gar nicht so weit geflogen. Lol. Und hat. Wie weit fliegt das? Nicht schlecht. Fliegt auch nicht so nah. Das sieht gut aus. Sieht echt aus, wenn das übelst weit fliegt, aber. Ist es anscheinend nicht. Da rennen Zombies auf alle Fälle hin. Coole Sache. Die haben das gewittert. Und wir gehen jetzt hier mal wieder runter, weil anscheinend ist hier nichts weiter an Loot. Sehr schade eigentlich. Und da habe ich wieder eine SMS bekommen, aber ich habe leider keine Zeit. Oh, da liegt eine Waffe respawnt. Also war hier vor kurzem einer anscheinend. Gut. Eine Desert Eagle, ey. Was ist hier los? Eine Desert Eagle. Besser kann es ja gar nicht laufen. Eine Desert Eagle. Da könnte man hier mal ein bisschen chillen, mal ein bisschen gucken, mal ein bisschen warten, bis hier vielleicht ein anderer Spieler kommt. Ich würde sagen, wir bleiben noch hier, bis es Tag ist, bis es Nacht ist. Na gut, 9.39 Uhr ist es gerade. Ich denke mal, wir gehen runter und nachher, bevor es dunkel wird, gehen wir wieder hier hoch und schauen uns das Gedöns hier mal an. Gehen wir vielleicht mal noch zum Polizeirevier. So. Kommen wir hier nämlich ganz easy peasy runter. Das ist nämlich kein Akt. Lalalala. So. Da rennen wir mal hier raus am besten. Bevor wir hier rumschleichen. Oh, ich bräuchte mal die kann wegschmeißen. Das Beil. So. Gehen wir mal zur Police Station. Bam. Da gab's einen auf den Kopf, Junge. Da gehen wir mal zur Station, mal sehen, was uns da erwartet. Ob da vielleicht noch ein paar Waffen liegen. Vielleicht eine automatische Waffe, eine große. Eine M4 Semi oder AK, AKM. Mal gucken.
Ich bin gespannt. Oder wir treffen natürlich andere Spieler. Da müssen wir auch drauf gefasst sein. Wir müssen eigentlich auf alles gefasst sein. Oder vielleicht der Endgegner-Zombie. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Oh. Ich bin auch ganz schön nah. Ich weiß gar nicht, wo der Endgegner-Zombie eigentlich ist. Ich würde gerne wissen, ob man was von dem droppt, wenn man den tötet. Falls das überhaupt geht. Weil bis jetzt hat er mich immer gekillt, weil er übel schnell ist. Ihr könnt eigentlich kaum von ihm fliehen, wenn er nicht irgendwo hochgeht oder euch versteckt oder irgendwie. Da ist die Polizeistation. Und da gehen wir vielleicht auch gleich noch in den Markt rein. Holen ein bisschen was zu trinken, was zu essen. Und verschanzen uns da oben dann. Mal gucken, was wir hier alles finden. Hoffentlich ein paar Waffen. Q-Band nehmen wir mal mit, vielleicht für, falls wir angeschossen werden. Komm her, Bulle. Komm her, Bulle. Du hast doch bestimmt ein bisschen Geld einstecken. Gib mir mal ein bisschen Kohle. Danke. Der gab leider kein Geld, aber... Da ist eine Waffe, da ist noch eine Waffe. Da gehen wir rein, da holen wir uns die Waffe noch. Was ist es? Eine B92, sehr gut. Tim Light Red, habe ich leider keinen Platz mehr im Rucksack. Schauen wir mal, was wir wegschmeißen können. Nen. Was könnte man denn mal wegschmeißen? Eigentlich gar nichts. Könnte man alles behalten. Wir brauchen die Schemlight nicht unbedingt. Gut, eine Waffe war hier, aber sonst war hier nichts. Oh, die Desert Eagle ist ja geil, ey. Habe ich noch nie gefunden. Mein erstes Mal. So, dann gehen wir mal rüber noch in den Markt. Und hoffen, dass da drüben ein bisschen was zu essen, was zu trinken ist, damit ich hier nicht ganz verdurste und verhungere. Und hier kommt noch ein Zombie. Komm her. Oh, ey, das kann nicht sein, ey. Ich habe ihn doch angegriffen. Ich muss mich mal heilen. Vielleicht ist da drüben auch gleich noch ein Krankenhaus. Oh, ich habe ihn doch getroffen. Das nervt irgendwie an diesen Viechern. So, hier ist auf alle Fälle eine kleine Krankenstation. Ich hoffe, hier liegt ein bisschen Painkillers rum. Das wäre ganz gut für mich. Hoffentlich hat sich noch kein anderer gelootet. Aber es sieht gut aus, es liegt ein bisschen Loot rum. Schmerzmittel. Nehmen wir ein bisschen ein. Und aufpassen muss man hier auch. Denn ich könnte auch welche campen. Man weiß nie hier. Aber es sieht frei aus. Es sieht frei aus. Ja, sieht gut aus. Gehen wir hier mal fix in die Feuerwehrstation. Hier sieht's relativ leer aus. Hier liegt nur eine Chemlei, die brauchen wir nicht. Danke, da liegt noch eine leere Flasche, da liegt noch Beetbusch. Ach, nee. Ist viel zu viel Müll rum. Okay, der geht weg. Ich dachte gerade, ich habe irgendwas gehört. Okay, gut. Da ist noch ein Markt, Einkaufszentrum, ein Markt. Da können wir reingehen. Da gibt es bestimmt noch einiges an Loot. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr Essen und Trinken finden. Oder Stacheldraht. Mini-Saints. Ach, kann nicht sein, dass ich voll bin. Essen brauche ich, ist völlig egal. Dann nehme ich das weg und das weg. Und das weg. Aber Essen muss ich mitnehmen. Weil wenn ich da oben bin und mich verschanze, weil da andere Leute kommen, dann brauche ich Essen und Trinken. Damit ich ja nicht verhungere oder verdurste. Müsli-Riegel nehmen wir mit. Könnte man alles gebrauchen. Aber hier ist gar nichts drin, großartig. Ey. Ist sehr ärgerlich.
sehr, sehr ärgerlich. Hier ist allgemein wenig Loot überall drinnen gewesen. Boah, schreck mich nicht so, Kollege. So. Da hab ich dich ausgenutzt. So, da heilen wir uns nochmal ein bisschen. Besser ist besser. Ich würde gerne eine Weste finden. Das wäre doch ganz schick. Na. Wunderbar. Oh, da ist eine Schrotflinte. Wunderbar. Eine Mossberg 590. Die nehmen wir natürlich gleich auf. Am besten so rum. Aber das Bein müssen wir lieber erstmal behalten. Die Schrotflinte nehmen wir dann rein, wenn... wenn wir wieder im Hotel sind. Gehen wir erstmal wieder zum Hotel. Aber irgendwie mache ich mir Sorgen, dass hier irgendwelche Spiele sind, die mich beobachten. Habe ich das Gefühl. Ich hoffe mal nicht. Hoffe nicht, dass es der Fall ist. Ich habe gutes Loot gesammelt, muss ich mal sagen. Ist jetzt nicht mega viel, aber auch nicht mega wenig. Kann nicht sein. Ich dachte, der verfolgt Chemlight. Weg mit dir. Ich könnte mal einen kleinen Sprint einlegen. Ich weiß, wo noch Loot ist. Da könnten wir auch erstmal anhalten. Und da machen wir auch mal erstmal eine Folgenpause. Aber da liegt noch ein bisschen Loot rum, das weiß ich. Sogar ein bisschen Essen und Trinken, glaube ich. Wenn nicht sogar noch eine coole Waffe. Ne, hier eigentlich. Aber hier, Mann, liegt Saft. Geil. Wusste ich nicht. Das ist jetzt zufällig gewesen. Brauchen wir nicht. Schlagring. Ist unnötig. Weil das Beil ist schon schön. Schon schön zu haben. Denn das macht eigentlich ganz gut mit zwei Schlägen. Wenn man ordentlich auf den Kopf trifft, gleich nieder. Gucken wir mal hier noch in der Werkstatt. Wir haben noch irgendwas finden, aber sieht schlecht aus. Aber hier ist so eine Werkbank. Da kann man das bisschen so. Man kann wahrscheinlich nur reparieren. Ich wollte gerne wissen, wie das kombinieren geht. Also entweder habe ich gerade einen Zombie gesehen oder einen Spieler. Ich bin mir nicht sicher. Weder noch. Anscheinend. So, dann zeige ich euch nochmal, wo es noch ein bisschen Loot gibt. Und dann machen wir, wie gesagt, eine kleine Folgenpause. Denn wir haben es schon wieder 30 Minuten geschafft. Hier ist nämlich eigentlich auch ein bisschen Loot. Schießpulver, Stacheldraht. Stachelschad. Mein Gott, ey, manchmal so einen kleinen Knoten in der Zunge. Hotel sieht immer noch leer aus. Noch keiner drin. Gut für uns. Können wir hier mal ein bisschen hinlaufen. Was haben wir denn hier? Ach, gar nichts. Hoppa. Also hier hat einer schon gelootet. Hier muss schon einer gelootet haben. Hier liegt ja sonst immer irgendwas rum. Oh, da ist der hier dann runtergesprungen. Keine Ahnung. Egal. Jut erstmal. Halt die Klappe. Dann machen wir mal ein kleines Foto.
So, dann zum Hotel. Oder? Machen wir hier so. Bop! Haben wir ein kleines Foto. So. Dann locken wir uns hier auch gleich aus. Legen wir uns mal ein bisschen hin. Und ich bedanke mich für die Folge. Das war's schon wieder. Wir machen jetzt eine Folgenpause. Zum Glück sind wir diesmal nicht gestorben und wir haben gutes Loot. Mal sehen, was uns nächstes Mal. Boah, ein Zombie widerfährt. Den müssen wir leider noch killen. Oh, ich dachte gerade ein Spieler, ey. Wollte gerade meine Waffe zücken. Hast Glück gehabt, Arsch. Ich habe nicht mehr in den Kopf geschossen. Und hinlegen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.